Herzlich willkommen zum großen Schnäppchen-Fuchs-Kicker. Genau, wir spielen Kicker, ganz überraschend. So, die erste Runde ist durch. Ich spiele zusammen mit Redakteur Oli, weil leider einer von euch Usern abgesagt hat und deswegen gibt es auch ein Redakteurteam. Und wir haben ganz knapp verloren, 6-4. Egal, wir machen weiter, aber wir gucken mal ein bisschen, wie die anderen Spiele hier so laufen. Lasst euch vor allem nicht von mir ablenken. Komm, Laura. Das ist ganz geil, muss man sagen. Was ist denn für ein Perversling? Jungs, ihr wart erfolgreich gerade, ne? Ihr Pisser. Wie heißt du? Sebastian. Sebastian. Und wo kommst du her? Aus Berlin. Und du hast Bock auf den Tisch? Ich habe richtig Bock auf den Tisch, beziehungsweise meine Jugendlichen haben Bock auf den Tisch. Deine Jugendlichen? Ich leite eine Jugendfreizeiteinrichtung und versuche für sie, diesen Tisch zu gewinnen. Essen ist da. Wer hat gerade ein bisschen wenig gesagt? Chris, kannst du kurz mal hier rauf zeigen? Wir sehen, was für Vielfraße die Schnäppchenfuchs-User sind. Gehen wir mal bitte durch. Wir hatten hier ordentlich viele Pizzen am Start. Das Lustige ist aber... Die ekligen Gemüsepizzen sind noch da. Jawohl! Team Dunkelgelb, ganz klarer Favorit mit 4-1. Wir gucken mal, wie es da hinten aussieht. Oh, ich komme mal zu den Ladies. Ihr seid mit uns zusammen rausgeflogen. Ihr seid nicht raus, nein. Nein. Wir sind ja eigentlich die Besten. Denn eigentlich sind ja die Verlierer die Gewinner. Alle haben Spaß und ich nicht, weil ich rausgeflogen bin. Aber Team, ihr seid Team Hellgelb, ne? Ja. Ihr seid auch sehr, sehr motiviert, ne? Und Hey, auf jeden Fall, Mann! Ist mir zu langweilig, die machen keine lauten Geräusche, sagen nichts Doofes. In so spannenden Momenten ist es wichtig, dass man Ruhe bewahrt. Und ruhig ist vor allem, sich nicht ablenken lässt. Vor allem nicht durch doofes Gequatsche. Wir haben die spannenden Viertelfinals hinter uns und jetzt geht's zur Auslosung des Halbfinales. Und die Musik wird jetzt eingeblendet. Team Magenta! Team Rot. Team Rot gegen Team Magenta. Also wir sind in der zweiten Runde eines der beiden Halbfinals und wir sind schon beim Matchball angelangt. Und damit haben wir den ersten Finalteilnehmer. Team Gelb, Glückwunsch. Okay, wir sind jetzt angekommen in der Finalrunde und ich finde, da können wir jetzt echt mal eine kleine Laola ballern lassen. Timmer! Oder nicht? Ja, eigentlich. Top. So, Finale geht los. Wir spielen, fünf Runden. Wer als erstes drei Runden gewonnen hat, der gewinnt diesen Kickertisch. Wir sind jetzt schon im ersten Matchball der ersten Runde. Es steht 5-0 für Team Hellgelb. Und damit ist die erste Runde beendet. Stehe ich hier eigentlich doof? Kann es sein, dass ich noch einen Ball ins Gesicht kriege? Ja. Und jetzt kommen die im Sturm. Und da war es fast. Da war fast das Tor. Da war fast das Tor. Und jetzt in der Verteidigung, der ganz, ganz, ganz stark. Da sehen wir quasi den weißen Boateng. Er ist da. Und da ist das Tor. Deutschland ist Weltmeister. Was ist hier los? Bam! Team Magenta ausgeglichen. 1-1 jeweils nach zwei Runden. Die Tasche hat doch ein Loch, gibt's. Könnt ihr nicht, komm mal bitte kurz mit rüber. Nee. Könnt ihr nicht einfach Nummern austauschen und dann ist die Sache schnell erledigt, aber jetzt hier laut irgendwie mitten ins Finalspiel. Wir haben mit Müller geredet, ja. So. Felix, letztes Tor. Sorry, letztes Tor. Weg. Ja. Weg, Presse.
Damit ist das Spiel vorbei. Team Hellgelb ist Gewinner des Schnäppchenfuchs-Kickertisches. Einen großen Applaus, bitte. Was machst du mit dem Tisch jetzt? Ey, das weiß ich noch nicht. Entweder zu Hause oder auf der Arbeit. Du nimmst den gleich mit? Oder? Nee, ich weiß noch nicht. Habt ihr einen Bollerwagen? Nee. Ich glaube, jetzt machen wir noch mal ein bisschen Spaß hier und wir werden noch mal ein bisschen was trinken. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.